Der wilde Westen, wie er in Erzählungen, Büchern und Filmen schon unzählige Male beschrieben wurde. Saloons reihen sich aneinander und in Bill Sherrills Büro schlafen die betrunkenen Schatzsucher ihren Rausch aus. Diese Stadt wirkt allerdings wie ausgestorben. Nur ein mechanisches Dröhnen, das ganz und gar nicht in dieses Bild passen will, unterbricht die gespenstische Stille. Hier sind keine Goldgräber am Werk, sondern Angestellte des Elspe-Festivals. Die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit sind angelaufen und auf einer der größten Naturbühnen Europas wird fleißig an der neuen Saison gearbeitet. Denn wie jedes Jahr muss die Kulisse an ein neues Stück angepasst werden, das hier frei nach Karl May inszeniert werden wird. Wir haben mittlerweile über viele, viele Jahre diese Inszenierung hier auf der Bühne umgesetzt mit 40 Pferden, 80 Darstellern auf der Bühne und sind Gott sei Dank immer gut besucht. In jedem Jahr wird ja immer der Bühnenbau erneuert bzw. auch ganz umgebaut. Es kommt immer auf das Stück an. Letztes Jahr thronte an dieser Stelle noch ein riesiger Vulkan, der eigens für das Stück im Tal des Todes auf dem Felsvorsprung errichtet wurde. Auch in der aktuellen Spielzeit wird diese Stelle eine besondere Bedeutung bekommen, weshalb bereits Monate vor Spielbeginn die Arbeiten an der 100 Meter breiten Naturbühne beginnen müssen. In diesem Jahr steht auf dem Programm das Stück Halbblut. Und wir sind jetzt gerade dabei, eben halt auf dieser Bühne Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Zum Beispiel diese komplette Wasserfallkante oben zu renovieren, weil da alles angeputzt wird. Und da kommt also nur unter Zuhilfenahme eines solchen Gerätes zurecht. Die Arbeiten an der Kulisse stellen nicht nur für die Arbeiter eine große Herausforderung dar. Auch die Arbeitsgeräte müssen auf dem unwegsamen Gelände zurechtkommen und eine ebenso flexible wie sichere Arbeit an der 20 Meter hohen Wasserfallkante ermöglichen. Wir haben uns verschiedene Angebote eingeholt. Im Vorfeld war dann von dem Bayer Meat Service eben halt eine optimale Betreuung da, wo auch jemand rausgekommen ist, sich die Gegebenheiten angesehen. Und das war auch der Hauptgrund, um dann auf dieses Gerät zurückzugreifen. Für die Arbeiten an dem Wasserfall in knapp 20 Metern Höhe ist die Teleskopbühne 279 KD des Bayer Meat Service geradezu ideal. Durch den flexiblen Arm der Teleskopbühne lässt sich der Arbeitskorb zudem zentimetergenau an die Felsen heranfahren und durch einfache Bedienung versetzen, ohne dass die gesamte Teleskopbühne bewegt werden muss. Also die wird jetzt als erstes genau dafür eingesetzt, dass wir oben diese ganze Wasserfallkante erneuern. Im Vorjahr hatten wir nochmal einen 12 Meter Aufbau, wir hatten noch einen Vulkan oben drauf. Das haben wir also alles schon abgerissen und da sind natürlich verbleibende Schäden. Und die kann man also nur unter Zuhilfenahme einer solchen Hubarbeitsbühne wieder renovieren. Der obere Teil des Wasserfalls wird hierfür mit Folie verkleidet, die durch Drahtgitter stabilisiert und gesichert werden. Da es sich um viele Einzelelemente aus Folie und Draht handelt, muss die Position oft gewechselt werden, was durch den Arbeitskorb schnell und ohne Probleme möglich ist. Drahtgitter und Folie werden auf eine Größe gebracht und durch kleine Drähte miteinander verbunden. Diese Elemente werden dann an den großen Metallgittern befestigt, die an dem Kalksandsteinfelsen angebracht wurden. Auf diese Weise kann eine große Fläche gegen Abrieb und Feuchtigkeit gesichert werden. Am Ende wird die Klippe noch so aufgesprüht werden, dass der Übergang vom echten Kalksandsteinfelsen in den künstlichen Stein nicht mehr auszumachen ist. Auch die restlichen Teile der Naturbühne bieten den Arbeitern noch ausreichend Beschäftigungen für die nächsten Wochen, bis es hier in Elspe wieder heißt: Bühne frei für die Karl-May-Festspiele.